Eine Woche nach Ostern feiern wir den Weißen Sonntag. Ein ganz alter Name, der aber einen tiefen Grund hat. Und zwar kommt er daher, dass am Osterfest die Christen getauft wurden und dann haben sie bei der Taufe ihr weißes Taufkleid angezogen. Und das haben sie eine Woche lang getragen, bis zum Sonntag drauf. Und deswegen heißt dieser Sonntag bis heute der Weiße Sonntag. In vielen Gemeinden sind am Weißen Sonntag und danach die Erstkommunionfeiern der Erstkommunionkinder. In diesem Jahr ist das anders und sie werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Aber liebe Kinder, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sondern irgendwann im Laufe der nächsten Monate werdet ihr dann zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion gehen. Das ist ein bisschen traurig, aber für heute möchte ich euch ermuntern, denkt einmal zurück an eure Taufe. Und das gilt nicht nur für euch Kinder, sondern das gilt eigentlich für jeden von uns am Weißen Sonntag, gerade in diesen Zeiten, wo wir keine Messe feiern können, an unsere Taufe zu denken. Vielleicht gibt es ja Fotos mit dem weißen Kleid, das Sie damals getragen haben. Und die Taufe ist das erste Sakrament. Damit wird man Christ. Sie ist das Grundsakrament. Sie ist sozusagen das Tor in die Kirche. Und sich daran immer wieder zu erinnern, das kann man nie genug. Deswegen, vielleicht sprecht ihr ein wenig drüber. Schaut ein Album an. Erinnert euch an die Taufe. Wann war das? Wo war das? Vielleicht kennt ihr den Priester und noch einige Leute, die dabei waren. Und einfach ein Danke sagen, dass ich getauft bin. In unserem Gebetbuch gibt es ein schönes Lied, das heißt, ich bin getauft und Gott geweiht. Oder ein altes Tauflied heißt, fest soll mein Taufbund immer stehen. Vielleicht singen Sie es an diesem Weißen Sonntag ganz besonders inniglich. In diesem Sinne, gesegnete Ostern und einen schönen Weißen Sonntag.